Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu The Alters. Einer viel zu lauten Demo. Das muss ich nochmal ordentlich runterstellen. Vielleicht. Ja, jetzt passt besser. Wir klicken auf New Story und gucken mal, wo es uns hinführt. We don't really know it, but we sense it. There is a sister ship to our life, which takes a total different route. While the sun burns behind the islands... Achso, das war der gleiche Satz. Ja, okay. How did I end up here? My whole life, all its ups and downs, led me to this place. Far from home, far from anyone I know. A journey whose route is unknown. And the destination, out of sight. Was this path just a random sequence of events? That I had to follow. Wartet. Was there ever another way? Now, heading for the unknown. I can't really tell. Is this the end of the road? Or is it yet another branching? Wow, crazy Intro bis jetzt. Und was sehen wir hier? Das sieht nach einem Standbild aus. Und sehr, sehr viel Wassermassen. Oh, Log. Boah, cool. Here. Do you read me? Anyone? Nothing. I need to figure out what happened. Ich kann mich noch nicht bewegen. Ah, jetzt. Okay, wir sind hier. Oh mein Gott, ich muss die Kamera nochmal einstellen. Wir sind hier irgendwo gelandet anscheinend. Mouse Sensitivity. Safe. Ja, ist zumindest besser. WSD to move und die Maus für die Kamera. Okay, wir haben hier ein Signal hingelegt. Okay, okay, okay. Also, wahrscheinlich ist es von unserem Pod direkt runtergefallen. Ich glaube, ich kann nochmal ein Ticken leiser machen. Ja, doch. Ich glaube, so passt das. Oder haben wir die wirklich? Ja, okay. Hold Shift Run. Ja, tue ich schon, tue ich schon. Sieht sehr cool aus. Okay, hier lernen wir springen, I guess. Oder klettern, na gut. War ja nah genug dran, würde ich sagen. Also die Atmosphäre ist schon mal super. Meiner Meinung nach. Die ist schon mal sehr gegeben. Hat auch so ein bisschen was von einem Elden Ring-Gebiet, muss ich sagen. So wie das hier aussieht. Aber wir sind ja wahrscheinlich auf irgendeinem Alien-Planeten oder so. Shit. Deceased. What the hell?
Okay, und unser Captain ist... ist nicht mehr bei uns. Ich finde irgendwie, er rennt ein bisschen sehr schnell. Also, für die Atmosphäre hier gerade zumindest. Muss ich sagen. Try and get down there. Maybe they landed closer to the drop-off point. I gotta keep moving. Okay. Wollen wir uns mal zu diesem sicheren Punkt begeben? Also, ich gehe mal davon aus, dass er zumindest halbwegs sicher sein sollte. Also springen kann man gar nicht. Man kann aber klettern halt. Also wie in zum Beispiel Zelda. Genau, die habe ich auch gerade schon gesehen gehabt. Von der anderen Seite. Aber das sind alle. Alle haben dasselbe Schicksal. Radiation, also radioaktiv. Das ist gar nicht gut. Dann müssen wir uns schnell zu dieser Basis begeben. Aber das ist schon mal auch kein gutes Zeichen, dass hier jeder andere gestorben ist. Also, ja, vielleicht ist in der Base ja jetzt hier jemand. Also hoffe ich doch mal. Ansonsten haben wir ein ganz großes Problem. Okay, Tag Nummer 1. Ah, wir können uns hier so bewegen. Okay. Storage. Metall. Masch, also Essen. Organisches Material und Hut sowie radioaktive Filter. Oh. Ah. Warte, was suchen wir? Quantum Computer, Small Storage, Airlock, Communication Room, Command Center und Captain's Cabinet. Also Cabin. Ja, aber dann sind wir ja im richtigen Raum, oder? Den suchen wir doch. Achso, wir können auch. Okay, wir können auch einfach so Tab drücken. System offline. Dann gehen wir mal nach oben, denn das. Ah ne, das ist der Quantum Computer. Warte mal. Haben wir. Wir haben auch keinen Dingsraum, oder? Upala, kein Raum für Strom, oder? Establish a connection. Ah, wir werden angerufen, okay. Hello? Hello, can anyone hear me? They're standing on the other side, nothing more. Mayday, Mayday, anyone? I'm not the captain, oder this is the new captain speaking. Ja, this is the new captain. This is the new captain of the mission speaking, John Dolsky. Corporate ID 4672B. I'm afraid the former captain is gone.
together with the rest of the crew. The cursor just flashes. Hello? Can you get me out of here? How much time or what danger? Beides wichtige Fragen. Static and weird creepy noises. Talk to me. What's the danger? No, don't you go all fuzzy on me. Proximity. Oh, this quantum nav system. Where the hell did it send us? That's it. You must escape. A star will come and burn this planet? And I just have days to escape? Is that right? Sunrise. Perfect. Okay, bis zum Sonnenaufgang haben wir hier anscheinend noch Zeit, okay. Captain Logs. Tutorials. Base building. You can access base building interacting command center, build menu to see available modules. Okay. Ja, sind da jetzt wichtige Sachen? Also, escape the sun. Ja, das ist doch mal eine Aufgabe, oder? Escape the sun. Radiation barrier und das können wir noch nicht. Okay. Ich habe die ganze Zeit super viel Werbung von dem Spiel bekommen. Und es war sowieso auf meiner Liste, dass ich es mal anspielen will, deswegen, ja. Expand ist, ja, den ganzen Ring expanden wahrscheinlich, oder Build. Ein Workshop, dafür bräuchten wir 4 Erze, oder so. 6 Metalle von außen sammeln, okay. Prepare for the journey. Warte, waren da Informationen? Okay, wir gucken nochmal. Locating organics. Meta deposits require the development of an LA Corp. Okay. Polygonal Scanner. This hand, in the workshop module. Ja, das können wir ja noch nicht machen. The following setups must be accounted for. Refueling the base, manufacturing necessary equipment and securing food supplies. Das ist sehr viel Text, den könnte ich gerne durchlesen. Quantum Navigation. Road Planning Solution. Ja, okay. Wir müssen wahrscheinlich raus wieder. Und dann. Das ist unser Fuel, ne? Ja, okay. Und dann müssen wir irgendwie herausfinden, wo wir die herbekommen. The radiations level at nights are deadly. Okay. Exiting the base, currently permitted. You can. Rest in the cabins. Captain's Cabin. So, okay. Gut, dann. Können wir uns hier schlafen legen, richtig? Ja. Your energy. When going to sleep, you can select the hour at which you will wake up the next day. Sleeping longer gives you more work energy. Represented by the pink bar. Okay, wake up time 7 und ja, wenn 10, dann ist die länger. Okay. When it runs out, you will become tired and work much slower. You should avoid working while tired. The entire energy bar runs out. Also, if it runs out, you will collapse from exhaustion and wake up the next day.
Ja, okay, dann schlafen wir 6 Stunden, weil das hat ja trotzdem noch die gesamte Zeit, oder? Ah, nee. Nee, 7 Stunden. 7 Stunden ergibt am meisten Sinn, weil ich glaube, die Bar war am längsten. Okay, und dann können wir jetzt auch raus. Ja. You can find shallow deposits on the planet's surface, which contain limited amount of resources that can be gathered quickly. They can be recognized by... irgendwas. Tab für die Map. Medium climb. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal... erstmal hier lang. Ich weiß nicht, zieht das Energy, wenn wir rennen? Kann ich mir tatsächlich eigentlich vorstellen, deswegen... University Hoodie und Multitool. Okay. Ja, ich weiß. Ja, doch. Ich glaube schon, dass es ein bisschen hilft, aber. Warte, wir müssen nochmal auf die Map gucken. Wir müssen hier lang, weil. Da auf die andere Seite ging es nicht lang. Aber da war irgendwas Blaues. Ich glaube, da müssen wir hin, oder? Das sieht ganz komisch aus hier auf dem Boden. Ja, ich denke mal, hier ist es richtig. Rapidium. Ich weiß nicht, was das sein soll, Rapidium, aber... wir sollen 3 davon sammeln. Und wie machen wir das? Ah, da. Ah, ach so. Er braucht ganz lange zum Abbauen und dann wird die Welt vorgespult. Okay. Okay. Deposit leer. Und das hat viel Zeit gekostet tatsächlich. Okay. So the useless quantum nav system isn't that useless after all. Aber was war auf der anderen Seite? Where it was sending us. Except... okay, sind wir deswegen unsere Reise überhaupt erst angetreten, oder was? Oh lol, was ist das? Das sieht sehr außerirdisch hier alles aus. Aber auch sehr cool. Ja, ich weiß nicht, ob wir da schon was machen können. Ah, hier oben. Können wir wahrscheinlich wieder ein Sample bekommen, oder? Ah, das sind die Metalle. Sehr schön. Dann sammeln wir mal so viele, wie wir hier tragen können. Ich denke, davon viel zu haben, ist immer ganz schlau. Also wir brauchen ja so oder so 6, ne? Um weiterzukommen, aber... Storage, kein Space mehr. Denke ich mal, oder? Personal based on... cannot be finished. You can expand it. Building new modules. Okay. Gut, dann begebe ich mich auch schon direkt wieder zurück, oder? Ja, genau. Weil das Ding der gleiche Weg ist. Aber wir können hier so durch.
zurückzugelangen. Also ich renne jetzt doch mal, weil wir wollen ja eh zurück, also. Aber sehr, sehr crazy, ne? Wie das hier alles aussieht. Ich kann das nicht oft genug sagen. Ja, genau. Interessant, dass wir in so einem Ring wohnen. Weil dann musste das ja immer von außen so alles... Ja, stützen halt, ne? Aber na gut. Also wir können hier jetzt... Können wir die auch... Ah, wir können die auch umstellen. Die müssen aber in der Nähe von anderen Räumen sein. So habe ich das jetzt verstanden. Oder? Man könnte auch zwei Fahrstühle, einen links und einen rechts bauen, ne? Let me cook, Chat. Achso, den können wir nicht verschieben. Und für den wäre nicht genug Platz. Okay. Okay. Passt da noch so ein Raum hin? Nein. Ja, aber dann haben wir hier halt noch mehr Storage Room. Ja, aber ganz können wir das ja eh nicht nutzen. Also hier können wir halt noch einen nutzen, aber ja, dann ist es egal. Dann können wir den auch in die Mitte packen hier. Drei. Nee, eins, zwei, drei, vier. Vier Stück. Vier. Vier. Ja, okay. Hier könnten wir die hinbauen. Dann tun wir den Storage dahin. Dann haben wir hier Machinery. Ich würde sagen, da brauchen wir wahrscheinlich nicht so viel hin oder so. Kann man da was ranbauen? Nein, okay. Captain's Cabinet und danach Airlock. So. Vielleicht kriegt man irgendwas, was noch einbreit ist, weil ich sehe sehr viele, die nur einbreit sind da. Communication Room und der Room. Und dann stecke ich den erstmal da einfach hin und Workshop und Small Storage. Okay. Ja, dann Workshop hier hin. Obwohl, will ich immer wechseln? Nee, eigentlich nicht, ne? Dann macht es sogar mehr Sinn. Airlock, dann wollen wir das so, glaube ich, haben. So rum. Den einfach hier hin. Und wenn wir schon Storage machen können, dann will ich auch einfach nochmal einen hin tun, ja. Und Elevators können wir noch mehr bauen. Ja, ich baue erstmal einfach einen hin, damit wir einen haben noch. Aber cool. So haben wir das umgeändert. Dann können wir jetzt hier auf die andere Seite gehen. Und hier mal gucken. Scanner. Zwei Ressourcen. Okay. Eine Stunde Zeit. Äh,
Oder wie? Ja? Wird das jetzt gebaut? Ja, ne? Ja, doch. Dann muss man jetzt, muss man einfach nur noch warten. Active Filter left 5 days. Autoload. War das schlau, dass wir... Protects the base from radiation contamination. Aber... haben, also, brauchen wir das gerade? Ich weiß es halt nicht. Wir haben einen neuen Anruf, okay. Können wir in der Zeit, wie das mal gecraftet wird, auch schon mal hier hingucken. Achso, das war... Das war hier. Anno. Hello? Anyone copy? Static and silence. I went out to find resources, and I found a cave full of something. I think it might be rapidium. Static and silent. You hear me? I think I found rapidium. I don't know what I'm sure. I don't know. Am I sure? I don't know. Everyone is dead. The sun's coming. There's radiation everywhere. I'm just telling you what I saw. Test the rapidium? How would I do that? Need blueprint provided. The womb. A blueprint? The womb. You want me to build a womb? Ja, ich glaube, wir haben keine andere Wahl, ne? Fucked up, what the hell? At least I got your attention. Okay. DNA sample, huh? I guess it makes sense. The womb speeds up organic growth. Okay, wofür brauchen wir den Raum? Ich weiß es nicht. Er ist auch größer. Okay, es gibt also größere Räume. Okay, so I have built a womb. Now here goes. What possibly come out of it? Sample. Pidium. I'm starting to worry this wasn't such a good idea. Oh. Oh. Of course. What else? Deswegen heißt es auch Womb. Oh, but you need a name. I think I'm gonna call you Molly. Okay. Hello, Molly. Fight, do you? Können wir uns auch andere Menschen erstellen, so gerade? Also jetzt mal so als Frage. Klingt irgendwie komisch, aber naja. Ein neuer Anruf. Okay. I built the womb and tested the rapidium. The DNA sample provided was a little surprising, but it worked, I think. I cloned a sheep. Static weird noises. Hello? Can you hear me? I have a sheep on board. You're responsible for two lives now. That's amazing, isn't it? Or will you help me now? Yeah. Now that I'm a real hero, I could use some real assistance. You're in imminent danger. Only short time remaining. Yeah. Na gut, ne? End caller respond to message. Respond? I know that. But I'm just a builder. I'm not trained to move the goddamn base all by myself. Static silent noises. Okay. Dann müssen wir mal
so. Müssen wir mal gucken, wie wir hier vorankommen. Oder was wir noch hier machen können. Ist der schon fertig? Nein, der wurde noch nicht gebaut. Wie baut man die denn? Ah. Aber okay, das ist jetzt noch ein zweiter, ne? Full time, 2 hours. Ist einfach keine Zeit vergangen, indem wir hier waren, oder? Ja, ansonsten würde ich halt sagen, wir schlafen nochmal 2 Stunden. Gucken, ob die dann fertig sind. Können nur 6 Stunden schlafen. Okay. Ja, doch. Machen wir dann. In der Hoffnung, dass der Scanner dann gecraftet ist. Nein. Hä? Wie startet man die denn? Muss ich? Ah. Ich muss daran arbeiten. Okay. Find an organic deposit area. Okay, ja, gut, dann. Wir haben jetzt noch nicht so viel gearbeitet. Dann können wir eigentlich noch wieder losgehen, oder? Wo laufe ich hin? Hier wollte ich hin. Find and deposit area. Okay. Oh, hier ist auch was. Und da ist auch Strom irgendwie. The first step to scanning a deep deposit is to find the deposit area. Recognized by blue smoke. Okay. Blue smoke. Da wissen wir, wo das ist. Haben wir schon gesehen, beziehungsweise ich habe es schon gesehen gerade. Haben auch uns ziemlich weit entferntes Deposit ausgesucht vorhin, ne? Weil wir hätten hier schon direkt was abholen können, aber naja. So, Deposit leer, dann gehen wir hier nochmal hin. So, hier ist nichts mehr. Okay. Gut, dann müssen wir nochmal außen rum. Hier, weil hier geht's ja nicht hoch. Aber hier müssen wir auf jeden Fall hin. Das ist schon mal... Oder? Ist das der Weg? Nee, ne? Medium Climb. Nee. Irgendwie... Climbing Hook brauchen wir dafür. Okay, okay. Ja, dann müssen wir nochmal... Das sah gerade ganz komisch aus. Dann müssen wir nochmal außen rum gehen. Was ist das rechts da? Ganz unten rechts bei uns? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Circa... Ja, 15 Storage haben wir ja noch. Können wir auch was mitnehmen, aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Scanning. The scanning allows you to find resource deposits. By placing and connecting probes, you can discover the concentration of underground resources. Okay, ja, wie im Video gezeigt. Find the deepest spot of the deposit. Q, Scanner auswählen. Scanner 1 gebaut. Nee, warte. Ach doch, 2. Ah, achso, die können aber nicht... zu weit auseinander sein. Okay.
Find the deepest spot. Okay, also hier in die Nähe nochmal. Ach so, ah, ich muss sie wieder aufnehmen. Aber das bleibt markiert. Oh ja, das ist gut. Okay. Ja, ist das hier nicht schon das tiefste Gebiet? Ah, bis wir so ein Dings finden. Anscheinend. Da ist noch eine. Die nehmen wir nochmal mit. Ja, da sieht auch sehr tief aus. Schon friemelig hier jetzt alles. Ah, hier, okay. Das ist die tiefste Stelle, aber okay. Gut, Q für den Mining Outpost. Okay, wir bauen wie ein Satisfactory jetzt hier einfach einen Bohrer hin und der wird dann wahrscheinlich... Ah, Pylons. Wir müssen es auch nochmal mit Strom verbinden. Okay, obviously. Und der baut uns dann die Sachen ab. Using pylons, you can connect the mining outpost with the base. Each pylon automatically connects nearby structures. Okay. To each other. Okay. Gut. Q für... Ich hab Tab gedrückt. Q für Pylon ist da. Okay, wie viel Meter können die? Einfach so 50 Meter oder so, ne? Wahrscheinlich. Dann bauen wir mal hier so einen hin. Können wir hier runtergehen? Ja. Und das hat sich auch gerade vorgespult. Also, das, wenn ich eins baue, dann... Das braucht wirklich alles Zeit. Aber in der Zeit kann ich halt laufen, denke ich mal. Ja, obwohl. Jetzt hat es ja nicht vorgespult. An sich. Okay, müssen wir das vorne verbinden, oder... Verbindet sich das einfach so zum Reifen? Ich weiß es nicht. Okay, ich würde einfach mal hier dann einen hinstellen. Dann hat er ja eine Verbindung. Exit, Escape. So, jetzt sind die ja verbunden, richtig? Recharge. Okay, müssen wir... Aber der ist doch jetzt verbunden, oder? Ja. Nein. Achso, genau. Gut, da war ich, ja, ein bisschen. Zu voreilig anscheinend. Mit dem Laufen und so. Und ja, deswegen. You have connected a mining outpost to the base. From now on, you can use fast travel to move quickly between base and the mining outpost. Okay, ich weiß zwar nicht, wie die uns dann da hinschicken. Oder ob. Ja, vielleicht kostet es einfach Zeit. Aber das klingt schon mal sehr nice. Warte. Oh, wir sonst beim Outpost sollen wir es collecten. Okay, okay. Ja, wahrscheinlich sollte man... Man steht dann ja bei der Base, dann soll man sich dahin teleportieren, ne? Das geht schneller. Wahrscheinlich. Aber ja, ich habe mich verbaut. Deswegen müssen wir nochmal einmal außen rumlaufen. Und das kostet natürlich wertvolle Zeit, ne? Und davon haben wir anscheinend wohl nicht ansatzweise genug. Aber mal gucken, mal gucken. Also noch sind wir ja nicht exhausted und so, also noch sollte das passen. Hoffe ich, hoffe ich.
da lang. Aber dass hier so viel aus der Erde kommt und man kann hier nur einen Bohrer hinstellen. Ein bisschen komisch, oder? Acht Organic Matter. Ja, ich muss jetzt auch aufhören wegen der Night Radiation. Between 21, 6, also 21 o'clock and 6 o'clock, the radiation level on the planet become deadly. Deswegen müssen wir jetzt schnell nach Hause. Aber ein bisschen Energie haben wir ja noch. Also passt das ja soweit. Und wir haben 17 Organic Matter. Also, das sollte alles hinhauen. Sieht zwar alles sehr cool aus, aber kostet natürlich auch viel Speicherplatz, die Demo, ne? Genau deswegen halt, ne? Ah, man kann die Kamera so ein bisschen drehen. Interesting. Okay, einmal... nicht runter, okay. Aha, hier. Hier haben wir das, den Climbing Hook. Der eher aussieht wie eine Waffe. Aber okay. Und neue Pylonen. Mhm. Und haben wir auch hier noch was? Achso, das ist das. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir tun einfach mal den Climbing Hook da rein. Arbeiten noch für eine Stunde. Haben das Ding ja jetzt. Und dann können wir schlafen gehen. Weil wir müssen anscheinend wohl noch mehr. 9 Stunden. Wir müssen dann... also 9 Uhr, nicht 9 Stunden. Anscheinend nochmal hin und nochmal mehr einsammeln. Aber wenn wir uns dahin teleportieren können, dann ist das ja eh schon mal sehr gut. Können wir uns auch zurück teleportieren? Ich weiß es nicht. Wie teleportieren wir uns denn dahin? Ah, wir können es einmal aussuchen, wo wir hingehen wollen. Okay. Depths, was steht da? 15,2 Meter, Power Maximum. Build a kitchen. Okay, also war ich kurz davor, 8 zu fegen anscheinend sogar. Da arbeite ich heute mal nicht zu lange. Travel. Perfekt, perfekt. Da hinten wäre nochmal Shallow Metals, aber... Kostet das Zeit? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Achso, Build a Kitchen sollen wir machen. Okay, also eine Küche bauen. Dann laufe ich schon wieder falsch. Ich habe es selbst eingerichtet hier, aber ich laufe trotzdem immer in die falsche Richtung. So. Vielleicht sollten wir die Airlock und den Workshop und alles in eine tun. Also Communication Room braucht man ja anscheinend nicht so oft hin. Und dann kann man hier halt noch ein... Room hin tun. Hier kann man ja auch noch einen hin tun. Ah, das ist doof. Oh,
Wartet mal, was ist, wenn wir den wegbauen und... Ja, wir könnten halt zwei Dreierräume machen, ne? Aber das bringt halt dann letztendlich auch nichts. Weil also hier kann man ja eh dann durch. Ist nur doof, dass man die beiden dann nicht benutzen kann. Ich weiß nicht, wie viel Storage man noch braucht, aber an sich gefällt mir das Ding da unten eigentlich, deswegen ja, weil da mussten wir noch nicht einmal hin. Und hier passen halt dann noch zwei Storages hin, falls man die irgendwann braucht. Das passt schon mal. Und dann würde ich sagen, tun wir den Raum hier hin. Dann kannst du hier den Space noch unten auch nochmal benutzen. Auch nochmal für einen Storage oder so. Ja, für zwei sogar. Also einen hier hin, wenn man noch zwei runterbaut. Und ansonsten hier noch einmal einen hin. Genau. Dann. Wenn, also aus der Airlock kommen wir auch raus. Dann wollen wir wahrscheinlich entweder direkt was bauen. Oder hier wollen wir noch was bauen und dann schlafen gehen. Und dann tun wir den Raum einfach noch dahin. Ja. Vielleicht ist das ein bisschen besser gebaut, ich weiß nicht. Ich habe jetzt schon wieder komplett vergessen, wo was ist, aber... Ja, ne? Let's plan and start journeys between locations. Okay. Also man hat anscheinend wohl später mehr Basen, oder wie? Ich weiß es nicht ganz. Build a kitchen. Ach so, stimmt. Wir waren... wir hatten ja eine Mission, ne? Ich habe jetzt nur die Base umgebaut, aber... nicht Kitchen gebaut. Kitchen. Ja, starten wir einen neuen... Ah, die ist auch 4. Ah, die ist auch 4. 5. Okay. Ja, dann will ich es aber halt lieber convenient haben. Guck mal, der Captain darf neben der Kitchen schlafen einfach. Obwohl, ja doch, wenn wir den... Den kann man hier als Storage hinbauen, aber auch nach oben erweitern. Weiß nicht, warum man das machen wollen würde, aber es würde gehen. Ansonsten spart man sich halt hier auch nur einen Raum. Upsala, wir wollen weiter. Das war noch nicht der. Ein runter, okay. So, Kitchen, was haben wir hier? Food können wir hier machen. Nothing to work. Okay, Masch. Wie viel sollen wir davon machen? Weiß es nicht. Prepare 6 Mush Meals. Okay. Dauern die lange. Aber naja. Start the engine... Was? Start the engine in the command center. Okay, command center. Ist das das Ding? Ah, ja, okay, das ist das Ding. Test engine. Whoa. What just happened? Come on.
now. Turn the lever in the machinery. Die ist unter uns, oder? Ah, ne, hier. Achso, das ist das Ding. Okay, that's sorted. Let's give it another go. Na, okay, dann ist gut, dass wir die nebeneinander eingestellt haben. Test Engine. What? Again? Aber die müssen wir nicht machen, ne? Wir sollen ja... Das ist kein gutes Zeichen. Gut, dann Communication Room, okay. Ich glaube, also wenn man jetzt mehr mit dem gleichen Layout spielen würde, wüsste man irgendwann, wo die Sachen sind, ne? Okay. Hey, you still there? I really need your help. I can't get out of here. I did everything according to the manual, but there's a malfunction I can't fix. I just don't know how. Okay, I don't have access to the QC. Only the captain has access codes to the quantum computer. Man, that was easy. Okay, also sind wir jetzt offiziell der Captain, oder was? Okay, ja, ab zum Quantum Computer. Den weiß ich da sehr, wo er steht, weil ich ihn ganz nach unten gepackt habe. So, Schubtiwupp, hallo. What is this? Mind records. Eine gute Frage. Wait. I recognize this. It's my life. Okay. Dream House mit 28. Oh, was? 23, doing it for her. Lol. Early childhood. Kann auch hier so rüber dann gehen? Growing up. Turning a blind eye. Was? Turning? Okay. Habe ich noch nicht gehört, dass man das Turning nennen kann, aber... Wishing to escape. Das war hier oben. Achso, das sind... Ah, das sind die Überschriften dazu. At the crossroads. Moving away. Also ich lese das jetzt nicht vor. Wir sind auch am Ende der Folge angelangt. Too far from home. Seasonal Job. Senju Job, ja. Too late to be... to say goodbye. Okay, und hier ist es abgebrochen auch, okay. Doing it for her. Hier steht auch immer Life Part You, also es gibt anscheinend wohl noch mehr Leute. Meeting Lea... Was? Wie ist sie? Leana. Moving in together. New opportunities. Leaving the university. The bus purgatory of 9 to 5. Dream house. Sieht so aus, als ob es hier so zwei Wege gibt, aber okay. When the crisis hit. Ah, okay, vielleicht gibt es auch
eine Welt ohne die Crisis oder so? Kann ich mir vorstellen, dass es so verschiedene Wege gibt oder so. Trudging back up the hill. Lianas great chance. Asking her to stay. Relationship problems. Oh no. Losing Liana. Learning about the mission. Project Dolly. Und ja, weiter geht's gerade nicht. Beziehungsweise, was ist das hier oben noch? Also ja, doch. Also es gibt hier so andere Wege und so wahrscheinlich, ne? Ist das ein Endweg, weil es hier dann aufgesplittet wird oder so? Ich weiß nicht. Hier geht es ja auch noch nach unten. Quantum Slots. Okay. Ich würde jetzt hier aber auch erstmal rausgehen, denn... Das ist eine gute Frage. Wir sind schon am Ende von dem Test der Demo. Ich wollte ja eigentlich immer so 40 Minuten machen und ja, jetzt sind schon 54 Minuten. Aber ich glaube, dann können wir jetzt einfach aufhören. Die Eindrücke, die ich hatte, sehr, sehr cool. Sehr gespannt. Wir könnten halt jetzt weitermachen und zum nächsten Anruf gehen, ne? Steht ja unten links. Aber ich würde dann eben zurück zum Main Menu gehen. The Alters heißt das Spiel. Sehr, sehr cool. Werde ich nochmal beobachten und gucken und so. Und ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Eindruck bekommen und Spaß beim Zusehen. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Video von mir. Und dann, ciao, ciao!